Der erste Fall von Affenpocken in Österreich, der ist mittlerweile bestätigt. Es handelt sich dabei um einen 35 Jahre alten Mann, der ist mit starken grippeähnlichen Symptomen hierher gekommen, hatte überall auf der Haut auch Pusteln. Nach einem PCR-Test war dann klar, ja, es sind die Pocken bzw. diese ganz spezielle Art. Der Mann selbst, der wurde isoliert, befindet sich momentan in Quarantäne und in fast allen Nachbarländern rund um Österreich, da gibt es zumindest einen offiziell bestätigten Fall. Jetzt möchte man schauen, wo eigentlich der Ursprung liegt. Eine spanische Zeitung, nämlich El País, geht davon aus, dass der Ursprung bei einem der größten homosexuellen Festivals aufgetreten ist, und zwar bei Las Palomas in Gran Canaria. Zwischen dem 5. und 15. Mai hat dieses Festival stattgefunden. Laut dem Virologen Novotny sind hier vor allem Männer anfällig bis 40 Jahre, warum bis zum 40. Lebensjahr. Bis 1980 hat es ja die Pockenimpfung auch gegeben. Die gute Nachricht ist allerdings, dass die Symptome weitaus weniger dramatisch sind als beispielsweise bei Corona im schlimmsten Fall. Das heißt, man hat hier vor allem bei der Haut Ausschläge, hat hier grippeähnliche Symptome. Die Mortalität, die liegt lediglich bei 1%. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, die möchte jetzt allerdings einen Plan erarbeiten, wie mit Affenpocken vorzugehen ist und wie man sich hier im Idealfall auch verhalten soll.